Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einem weiteren LS22 Tutorial Video. Wir werden uns heute mal die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, die es im Spiel gibt, angucken. Was gibt es und was bewirken die? Und ich würde sagen, Däumchen nach oben, Abo für meinen Kanal wäre fantastisch und wir starten direkt durch. So Leute, wenn wir hier erstmal im Startmenü sind, haben wir verschiedene Möglichkeiten, Dinge einzustellen. Wir haben aber auch die Möglichkeiten, neue Inhalte runterzuladen. Das geht hier bei herunterladbare Inhalte. Hier haben wir zum Beispiel Mods, in dem Fall hier das Klassenferien Sattelpack. Das ist uns jetzt auch erstmal egal, wir wollen ja richtig in die Einstellungen reingehen und hier gehen wir für in die Option. Hier sind wir schon direkt erstmal in den Allgemeineinstellungen, wo wir die Sprache einstellen können. Die Sprache für den Multiplayer, die Art des Hilfefensters. Dann haben wir noch ein paar Steuerungsmöglichkeiten und zwar haben wir hier Gamepad-Lenkräder. Wollen wir diese aktiviert haben, benutzen wir eins. Dann haben wir Head- und Eye-Tracking, was wir hier benutzen können. Force Feedback habe ich persönlich im Übrigen ausgestellt. Standardmäßig ist das an. Dann haben wir die Y-Achse invertieren. Haben wir natürlich im Regelfall auch aus. Dann haben wir so ein bisschen Lautstärke-Möglichkeit von der Lautstärke insgesamt. Also der Mix als Lautstärke. Denn Lautstärke Musik, Lautstärke Fahrzeuge, Umwelt, Radio und Menü habe ich jetzt erstmal so. Ich glaube, Menü mache ich mal tatsächlich ein bisschen leiser. Ansonsten erstmal so gelassen. Dann kommen wir zu den Grafikeinstellungen. Hier wird es ein bisschen interessanter. Wir haben hier nicht nur erstmal diese kleine Auswahl, sondern wir können nachher auch auf erweitert gehen. Aber gehen wir erstmal kleine Auswahl. Wir können hier verschiedene Profile laden. Das sind so vorgefertigte Hardware-Profile, womit ihr erstmal grundsätzlich Einstellungen machen könnt. Dann haben wir hier die Bildschirmauflösung, das stellt ihr ein, je nachdem was für Monitor habt, entweder Full HD, WQHD, 4K, je nachdem was ihr habt. Dann haben wir hier die Möglichkeit von V-Sync. Ist V-Sync aktiviert, sind wir warum auch immer direkt auf 60 FPS limitiert. Bei mir müsste es eigentlich bei meinem 80 Hertz Monitor 80 Hertz sein und nicht 60. Trotzdem ist es 60, dann muss ich nochmal beigehen und gucken, woran das liegt. Dann haben wir hier den Bildschirmmodus. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten einzustellen, und zwar Fenstermodus, Vollbildmodus und exklusiver Vollbildmodus. Ich bin jetzt erstmal beim ganz normalen Vollbildmodus, gefällt mir auch so. Denn die Auflösungsskalierung, die würde ich niemals über 100% drehen. Es bringt im Grunde nichts, die höher zu drehen, außer dass es unfassbar viel Leistung kostet. Macht ihr die unter 100%, ist es so, dass das Bild schlechter wird. Helligkeit erklärt sich von selbst. Das Sichtfeld ist standardmäßig auf 60. Ich habe es auf 80 erhöht. Ich finde, das ist eine schöne Sichtweite, ohne dass es sonderlich verzerrt. Das Ingame-HUD-Skalierung habe ich auf 80 reduziert. Also die Anzeigen und so habe ich kleiner gemacht. Das könnt ihr hier machen. Und Kamerawackeln habe ich angeschaltet. Die sind standardmäßig aus. Das geht darum, wenn der Charakter sich bewegt, egal ob im Fahrzeug oder beim Laufen, dass die Kamera so ein bisschen mitschwingt. Fand ich ganz nett. Wir gehen jetzt aber mal erstmal in die erweiterten Grafikeinstellungen, denn hier können wir nochmal richtig viel einstellen. Wir haben jetzt erstmal das Hardware-Profil, was wir wieder einstellen können. Wir sehen hier sehr hoch in Klammern Custom, weil ich was verändert habe. Standardmäßig ist die Kantenglättung aus und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, warum die immer noch aus ist. Wir stellen die auf 8 ein. Dann haben wir hier Hardware-basierendes Anti-Aliasing und zwar geht das nur mit Nvidia-Grafikkarten, genauso wie DLSS. DLSS bewirkt zum Beispiel, wenn ihr in 4K spielt, wird das Bild in Full HD berechnet und dann durch intelligente Rechenprozessoren, welche auch dazulernen, die direkt in der RTX-Grafikkarte von Nvidia drin ist, wird das hochskaliert und ihr habt, ohne dass ihr an Bildverlust leidet, habt ihr ein richtig flüssiges 4K-Bild. Dann habt ihr hier FX Super Resolution. Im Grunde ist es dasselbe wie DLSS. Das müsste allerdings für die aktuelle AMD-Grafikkarte sein. Bin mir jetzt aber auch gar nicht sicher, werde es nachträglich mal eben im Videoschnitt einblenden. Dann haben wir die Schattenqualität, sprich wie sehen die Schatten aus. Distanz der Schatten, denn die Screen Space Ambient Occlusion Qualität, die Lichtqualität auch selbsterklärend. Wir haben die Objektsichtweite, sprich wie weit sehen wir alles scharf, ohne dass es irgendwie verschwimmt oder so. Die Train LOD Sichtweite, sprich wie weit wir selbst das Gelände selber scharf sehen.
die Auflösungsskalierung in 3D hier ganz klar 100%. Wir gehen nicht drüber, weil es einfach nur unnötig Leistung kostet. Die maximale Anzahl der Spiegel, wir Fahrzeuge haben ja Spiegel und da können wir auch im Spiegel sehen, was hinter uns passiert. Je mehr Spiegel ihr hier aktiviert habt, desto mehr Spiegel können an einem Fahrzeug denn auch nachher verwendet werden. Die Texturfilterung, hier geht es allgemein um die Filterung oder um die Darstellung der allgemeinen Texturen. Hier ist Anseo 16-fach das Beste von der Qualität. Wir könnten allerdings bilinear und trilinear auch benutzen. Das sind leistungsschonendere Möglichkeiten, Texturen zu filtern. Schattenfilterung, wir haben ja einmal die Schattenqualität und dann auch die Filterung, sprich weichere Abstufung und so. Ein kleiner Tipp von mir, Schattenfilterung und Schattenqualität auf Mittel- oder Niedrigstellen. Das fällt im Bild gar nicht so sehr auf, spart allerdings sehr viel Leistung, wenn ihr eine schwächere Grafikkarte habt. Terrainqualität ist klar, darum geht es um Steine, Gras und Co. Pflanzensichtweite geht um die Sichtweite, die auf dem Feld herrscht, sprich wie weit seht ihr euren Weizen scharf. Und Pflanzenschatten bedeutet, werfen die Pflanzen auf dem Feld Schatten. Volumen-Mesh-Tessellation ist quasi die Dichte der Pflanzen auf dem Feld. Bei der realistischen Rundumleuchte geht es darum, ob sich das Licht der Rundumleuchte in Gebäude, Fahrzeuge und Co. spiegelt. Texturauflösung erklärt sich auch von selbst. Maximale Schattenlichter können wir höher stellen. Ich habe es auf 4 gemacht, weil es mir eigentlich auf 4 gefallen hat. Darum geht es einfach, wie viele Lichter gleichzeitig werden im Schatten dargestellt. Sprich, wir haben zum Beispiel die Sonne, wir haben noch ein Fahrzeug und so weiter. Und wie viele werden im Schatten berücksichtigt. Shader-Qualität ist auch selbsterklärend. LOD-Sichtweite ist auch selbsterklärend. Wolkendarstellung finde ich auch interessant. Wolkendarstellung können wir verändern. Die habe ich auch sehr hoch. Maximale Reifenspuren, sprich, wie lange halten die Reifenspuren auf dem Boden, bis sie sich wieder entfernen? Ganz da bleiben können sie nicht. Sie entfernen sich nach der Zeit. 400% ist allerdings schon ziemlich viel. Shading Rate geht eigentlich darum, Objekte und die Shader von Objekten. Hier kann man auch ganz gut, wenn man es niedrig stellt, ohne großen Bildverlust, können wir hier Leistung einsparen. Gut, so viel erstmal dazu. Hier haben wir einmal die Tastenbelegung. Wenn wir hier links klicken, das können wir aber auch direkt im Spiel machen. Und hier können wir natürlich, wir sehen, das Spiel ist unfassbar tastenintensiv. Ich werde jetzt gleich, wenn ich mit diesem Video fertig bin, erstmal mein Lenkrad einstellen. Das wird auch noch spaßig. Und dann haben wir hier zu guter Letzt, wenn wir ein Gamepad oder so angeschlossen haben, wie zum Beispiel hier das Xbox Gamepad, was aktuell angeschlossen ist, können wir hier die Dead Zone und die Empfindlichkeit einstellen. Dann geht es weiter, wir fangen hier mit der Karriere an. Ihr seht schon, ich habe einen Speicherplatz schon angefangen. Wir gehen auf einen weiteren freien Speicherplatz. Hier können wir denn das nächste Spiel anlegen. Wir haben hier die Möglichkeit, neuer Farmer, Farm Manager bei Null beginnen. Hier geht es eigentlich nur um die Starteinstellungen. Sprich, haben wir Maschinen auf dem Hof? Wie viel Geld haben wir zur Verfügung? Und wie sind die allgemeinen Einstellungen, wenn wir anfangen? Mein Tipp an euch, fangt immer als neuer Farmer an. Dann habt ihr schon Maschinen und so auf dem Hof. Selbst wenn ihr keine Maschinen wollt, verkauft ihr die einfach. Genauso wie ihr die Gelände und so verkaufen könnt, habt ihr etwas mehr Geld. Und die Einstellung bezüglich Schwierigkeit, Wirtschaft und so macht ihr händisch, wenn ihr im Spiel seid. Das werden wir jetzt auch einmal machen. Bevor wir das machen, klicken wir einmal drauf. Jetzt können wir hier die Map wählen. Standardmäßig haben wir erstmal 3 Maps. Die Elm Creek, sprich die amerikanische Karte. Die Oberlin, die französische Karte, wo wir im Übrigen einen unfassbar guten Startpunkt haben. Also große Felder, große Maschinen, direkt zum Start. Das ist ziemlich cool. Und eine Karte, die schon im 19er gab, die Erlengrad, welche eine sehr, sehr, sehr bergige Karte ist. Die Besonderheit hier ist, dass wir direkt zu Anfang schon Kühe auf dem Hof haben. Das haben wir auf beiden anderen Höfen noch nicht. Wir gehen jetzt einfach mal auf der Obelero. Wir sehen hier, wir kommen erstmal weiter. Hier können wir Mods und DLCs aktivieren. Ich habe schon mal ein bisschen was, die platzierbare Farmgarage, den hat Hitter und die Player-Kamera. Player-Kamera machen wir mal eben aus, weil die funktioniert noch nicht so ganz. Da müssen wir auch noch mal ein bisschen beigehen. Und jetzt lädt das Ganze und wir werden jetzt gleich erstmal in den Charakter-ID-Toggle geschickt.
Im Charaktereditor haben wir jetzt nur erstmal ein paar wenige Möglichkeiten. Wir haben hier zum Beispiel 6 männliche, zum Beispiel sogar einen asiatischen Charakter, finde ich ziemlich cool. Gerade wenn es darum geht, Roleplay-Projekte zu machen, hat man hier doch einige Möglichkeiten. So, wir haben hier die Möglichkeit, dennoch Haare zu verpassen, wenn wir die Haare, wir nehmen jetzt zum Beispiel hier diesen Iro, und wir wollen aber die Haarfarbe ändern, dann haben wir hier die Möglichkeit drauf zu klicken und können hier verschiedene Farben machen. Alles, was das Herz begehrt. Wir haben hier sogar so ein lustiges Blau. Eine Kritik an der Stelle habe ich allerdings. Die Haarfarbe ist gleichzeitig auch die Bartfarbe. Das heißt, wenn wir jetzt einen Bart machen, hier ist dieser auch automatisch blau. Das kann man nicht getrennt machen. Ich hoffe, dass Giants dahingehend nochmal was macht. Ansonsten sehr cool. Und ich würde mir tatsächlich auch für Männer eine Langhaarfrisur wünschen. Ich meine, das Längste, was wir jetzt so als Möglichkeit haben, wäre das hier. Sieht ganz cool aus. Ist quasi meine Frisur aktuell im Real Life, außer dass ich hier so einen kleinen Kranz langsam bekomme und auch schon lange habe. Naja, aber so eine richtige Langhaarfrisur, das fehlt hier noch. Wir haben hier die Möglichkeit, Bärte zu platzieren. Wie gesagt, ein paar, der sieht doch ganz witzig aus. Und hier nochmal einen dicken, fetten Schnauzer dazu. Meine Güte, sieht das gut aus. Wir haben hier die Möglichkeiten, Klamotten. Hier sind einmal ganze Sets, die wir einfach anziehen können. Und hier können wir T-Shirt, Hose, Jacken, Schuhe, Hut können wir einzeln aufsetzen. Das sind alles auch Sachen, die können wir nachträglich im Spiel jederzeit auch ändern. Und auch bei fast allen dieser Klamotten können wir auch die Farbe ändern. Machen wir weiß. Ich weiß jetzt nicht, was ich eingestellt habe, aber ich habe jetzt gerade irgendwas in weiß eingestellt. So, viel erstmal dazu. Und dann würde ich sagen, bestätigen wir das Ganze und gehen so ins Spiel. Und dort werden wir die nächsten Einstellungen vornehmen. So, jetzt direkt im Spiel haben wir die Möglichkeiten erstmal zu entscheiden. Wollen wir als Profi durchstarten? Dann klicken wir nein. Wollen wir erstmal so ein bisschen Tutorial-mäßig was haben? Also eine kurze Einführung, dann klicken wir ja. Klicken wir ja, bekommen wir eine kurze Einführung mit Tastenbelegung und so, und dann wird uns auch erstmal angezeigt, wo wir als erstes sinnvoll hinlaufen. Wir haben schon verschiedene Maschinen hier auf dem Hof. Wie gesagt, wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder hier zu spielen oder wir machen Trick 17. Und wenn wir Trick 17 machen, werden wir jetzt hier erstmal alles verkaufen und dann mit dem Geld, was wir haben, unseren eigenen Hof aufbauen, komplett egal wie. Aber was uns jetzt natürlich erstmal interessiert ist, wo können wir das verkaufen? Dafür machen wir auf dem PC die P-Taste, damit kommen wir in den Shop und haben hier verschiedenste Möglichkeiten. Wir haben hier zum Beispiel, wir können hier bauen, hier können wir Land kaufen, hier haben wir den Kleiderschrank, wo wir unsere Klamotten wieder wechseln können. Und hier haben wir den Viehhandel, wo wir Tiere kaufen können. Wenn wir was verkaufen wollen, haben wir hier unsere Garage, hier die verschiedenen Kategorien, und dann können wir zum Beispiel hier rauf gehen, Kompakttraktor, und verkaufen denn hier unseren Steier. Steier ist weg und wir haben ein bisschen mehr Geld auf dem Konto. Hier ein kleiner Tipp von mir, fahrt mit dem Fahrzeug zum Händler und verkauft den auf dem Träger vom Händler, dann bekommt ihr noch ein bisschen mehr Geld. So, wir wollen jetzt allerdings ja gucken, dass wir die Wirtschaft und Co. anpassen. Dafür drücken wir ESC und scrollen hier so ein bisschen runter. So, wir haben als erstes hier verschiedene Möglichkeiten. Wir haben hier so einen Traktor mit einem Zahnrad dran und hier haben wir erstmal verschiedene Einstellmöglichkeiten, was auch relativ wichtig ist. Hier haben wir den Namen. Den können wir ändern. Gibt diesem Spielstand eine Bezeichnung. Könnten wir machen. Dann haben wir das automatische Speichern, sprich, das Spiel macht eine Backup-Speicherung. Das können wir hier einstellen, in welchem Intervall das passieren soll. Die Zeitskalierung, das können wir hier einstellen. Sowohl als auch, wenn wir direkt im Spiel sind, machen wir das beim PC. Mit 7 und 8 können wir die Zeitskalierung auch ändern. Wir haben hier die Schwierigkeit der Wirtschaft, sprich, wie hoch sind die Preise, wenn wir verkaufen. Wir haben Verkehr, also die Autos, die durch die Gegend fahren, können wir an- und ausstellen. Jahreszeiten ist das nächste Thema. Hier können wir saisonales Wachstum einstellen. Ja oder nein, saisonales Wachstum heißt in dem Fall, wir pflanzen im Frühling an, ernten im Herbst und so. Wir können aber auch sagen, nein, denn heißt, wir können auch im Winter anpflanzen und ernten, je nachdem, wie wir lustig sind. Tage pro Monat. 12 Monate hat ein Jahr und wir können pro Monat bis zu 28 Tage einstellen. Das heißt,
Wir haben halt rund 300 Schieß mich tot Tage. Will man so viel spielen? Muss man wissen, hier kann man einstellen, je nachdem wie viele Tage man braucht. Das geht wahrscheinlich eher so Frühling und Herbst, also Ansaat und Ernte. Danach wird sich das ein bisschen bei euch hier richten. Einige Tage kann man ja zum Glück auch überspringen, aber hier könnt ihr einstellen, wie viele Tage so ein Monat haben möchte. Ich für meinen Teil auf meinem Projekt habe 2 Tage eingestellt, also 24 Tage hat bei mir ein Jahr. Visuelle Jahreszeiten. Hier können wir einstellen, dass wir nicht so einen Jahreszeitenwechsel haben, also Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Hier können wir einfach einstellen, ich möchte jetzt, dass dauerhaft einfach der Mai ist von der Optik. Und hier können wir sagen, Schnee an, ja oder nein. Gut, Pflanzenwachstum ist das nächste. Fruchtzerstörung haben wir aktiviert, heißt, wir fahren mit einem Traktor über ein Feld und die Früchte, die da draufstehen oder die Pflanzen, sind einfach kaputt, die können wir nicht mehr ernten, die sind weg. Pflügen notwendig, heißt, bei gewissen Pflanzen muss man eigentlich nach der Ernte pflügen. Das ist standardmäßig, wenn man ganz einfach eingestellt hat, ist das ausgestellt, weil es einfach, es ist schon recht viel Arbeit, aber in der realen Landwirtschaft ist das einfach nötig. Lesesteine finde ich sehr interessant, sprich es geht um die Steine, die man bei der Feldarbeit hervorhebt aus dem Boden. Die muss man eigentlich mit einer Maschine oder so in den Boden drücken oder entfernen mit einem Steinsammler. Das kann man aus- und anstalten. Wenn wir sie anhaben, wie gesagt, müssen wir sie entfernen oder wieder in den Boden mit einer Walze drücken. Wenn wir sie nicht entfernen, beschädigen sie die Fahrzeuge. Kalk notwendig, sprich alle paar Ernten müssen wir einfach mal ähnlich wie Dünger Kalk aus Feld streuen, ansonsten haben wir nicht den maximalen Ertrag. Ähnlich ist es bei Unkraut. Unkraut wächst, das müssen wir entfernen, entweder durch eine Spritze oder einen Striegel. Das können wir aber auch deaktivieren, sodass wir kein Unkraut auf dem Feld haben. Gut, dann kommen wir zu den Fahrzeugeinstellungen. Das ist auch nochmal eine sehr interessante Einstellung. Hier haben wir Schmutz. Wie schnell, wenn ihr durch die Gegenfahrt auf dem Feld seid, wie schnell soll Schmutz bei euch entstehen? Langsam, normal, schnell oder ganz aus, dann gibt es gar keinen Schmutz. Automatischer Motorstart ist eine Sache, die ich persönlich immer ausstelle. Dann macht ihr beim PC zum Beispiel mit der Enter-Taste den Motor an und aus. Ich finde das ein bisschen nervig, wenn man einfach automatisch den Motor anmacht. Stop-and-Go-Bremsung ist so eine Geschichte. Arbeitet ihr mit einem Gamepad oder mit Lenkrad, habt ihr es aus. Arbeitet ihr mit Tastatur, empfiehlt es sich, das anzumachen. Anhängerfülllimit. Hier geht es darum, zum Beispiel ein Anhänger darf nur 8 Tonnen. Habt ihr das Fülllimit hier aktiviert, hört automatisch der Drescher bei 8 Tonnen auf, den Anhänger zu befüllen. Habt ihr es aus, könnt ihr den Anhänger überladen, beschädigt aber damit den Anhänger. Auf meinem Spielstand ist es aus. Ich finde es interessant und wir es erstmal ausprobieren. Spritverbrauch ist ganz klar, selbsterklärend. Und hier geht es als nächstes um den Helfer. Sprich, ihr habt einen Helfer auf dem Feld. Und da ist jetzt die Frage, wo kriegt der Saatgut her? Wo kriegt der Dünger her? Wo kriegt der Kraftstoff her? Und so weiter. Habt ihr hier Kaufen aktiviert? Dann wird es so sein, dass er das kauft, automatisch beim Ausbringen kauft und euch dauerhaft noch mehr Geld ausgegeben wird. Das ist so eine Sache, die könnt ihr ausstellen. Aber wenn ihr zum Beispiel nach einem Kuhstall habt, könnt ihr zum Beispiel bei Gülle oder Mist einstellen, dass er das aus dem Kuhstall rausnehmen soll. So, dann haben wir hier noch eine weitere Einstellungsmöglichkeit. Und zwar hier diese allgemeinen Einstellungen, wie zum Beispiel, es soll das Hilfefenster an sein, Modus für Farbblinde, Interaktionszonenmarkierung, sprich so ein Abladetrigger, da ist in so rundherum so ein gelb-schwarz gestreiftes Rechteck, das könnt ihr deaktivieren, genauso wie Feldinfos und Co. Sprich, ihr habt dann so Symbole, diese blau leuchtenden, die könnt ihr hier deaktivieren oder aktivieren haben. Gut, Geldeinheit ist klar, in Deutschland Euro, Maßeinheit Kilometer, Temperatur Celsius. Feldeinheit, Hektar ist so die aktuelle Größeneinheit in Europa, wie man Felder messt. Es gibt noch Morgen, ich glaube 4 Morgen sind 1 Hektar, irgendwie sowas war das. Das ist allerdings eine Sache, die, ich sag mal, der Vergangenheit gehört. Ja, Fahrzeuge, Radio, standardmäßig erstmal aus. Und hier könnt ihr einstellen, nur Fahrzeuge immer. Und dann haben wir jetzt zum
Schluss. Die Kamerasteuerung. Hier können wir Sachen einstellen, wie zum Beispiel Kamerasteuerung zurücksetzen. Wenn wir Kamerasteuerung zurücksetzen aktiviert haben, ist die Kamera, wenn ihr aus dem Fahrzeug rausgeht und wieder reingeht, wieder auf Standard. Habt ihr das aus, merkt sich das Spiel die Kameraeinstellung und macht die Kamera genau dahin, wo ihr die vorher auch hattet. Innenansicht, Federung ist ganz witzig, sprich der Fahrzeug huckelt und dann schwingt der Sitz nach. Dynamische Fahrzeugkamera ist mehr oder weniger dasselbe. Gut, die Steuerung, vereinfachte Kransteuerung ermöglicht euch das ein bisschen einfacher, zum Beispiel beim Holzfällen und so den Kranarm zu bewegen. Das ist relativ, ich sag mal, kompliziert manchmal. Das macht das ein bisschen einfacher. Kamerageschwindigkeit, wie schnell soll sich die Kamera drehen? Werde ich so oder so mal langsamer machen. Fahrzeugarmempfindlichkeit, ihr arbeitet zum Beispiel mit einem Frontlader und wie schnell und wie empfindlich soll er sich bewegen. Lenk-Rückstellgeschwindigkeit ist eine Sache, die ist vor allem interessant, wenn man mit der Tastatur spielt. 50 ist meiner Meinung nach für Tastaturspielen zu langsam. Ich würde hier 20 empfehlen und Lenkgeschwindigkeit 100% ist einfach voll okay. Richtungswechsel automatisch, hier geht es so ein bisschen in Richtung Gangschaltung. Wenn ihr es automatisch aktiviert habt, dann drückt ihr einfach auf Bremsen und wenn er stehen bleibt, fährt er automatisch rückwärts weiter. Habt ihr hier auf manuell, müsst ihr den Rückwärtsgang manuell einlegen. Gangschaltungsmodus Automatik ist erstmal grundsätzlich eingestellt, egal welchen Spielmodus ihr aktiviert. Hier könnt ihr aber auch manuell einstellen, das heißt ihr müsst mit Tasten oder mit einem Joystick oder Gangschaltungshebel für den PC selber schalten. Ist eine Sache, die werde ich mich jetzt, auch wenn ich mein Lenkrad angeschlossen habe, mit beschäftigen, dass ich selber schalten kann. Tachoanzeigen, Wert, Motordrehzahl, Geschwindigkeit. Ich persönlich habe bei mir erstmal Motordrehzahl eingestellt. Die Geschwindigkeit wird darunter als Zahl eingestellt und die Tachonadel ist dann die Motordrehzahl. Auf den Zug wechseln ist eine Sache, die würde ich grundsätzlich ausmachen, weil wenn ihr die Fahrzeuge durchtappt, kommt ihr, wenn das aktiviert ist, auf den Zug, auch wenn ihr auf den Zug nicht wollt. Ich finde das persönlich nervig. Mein Tipp von mir, ausmachen. Ja, Hilfefenstertyp automatisch würde ich auch so lassen. Hier habt ihr ja nochmal die Möglichkeit, die Lautstärke und so einzustellen. Einfach im Spiel, oh, der Traktor ist zu laut, macht die Fahrzeuge leiser. Hier ist nochmal ein bisschen Kritik von mir aus. Andere Spiele bekommt es auch hin. Ich hätte ganz gerne eigentlich gehabt, dass man, wenn man im Spiel ist, die Grafikeinstellung auch ändern kann. Andere Spiele, wie gesagt, bekommt es auch hin, die Grafikeinstellung innerhalb des Spiels einfach zu ändern. Hier muss man das Spiel verlassen. So, Leute. Das war von mir ein wirklich, wirklich schneller Crashkurs, was die Einstellungsmöglichkeiten im LS22 angeht. Ich weiß, das war jetzt wirklich schnell, aber ich sag mal, zum Starten soll es reichen und genau dafür mache ich meine Tutorial-Videos. Man soll starten können, aber immer noch ein bisschen selbst rausfinden. Ich hoffe, dass dir das Ganze gefallen hat. Wenn ja, hinterlass mir gerne ein Däumchen nach oben. Du würdest mich auch mit einem Abo und auch meinen Kanal würdest du auch mit einem Abo und auch mit einem Däumchen nach oben unterstützen. Dich kostet das nichts. Mir machst du damit aber eine Freude und meinen Kanal bringst du weiter. Ist also eine Win-Win-Situation. In dem Sinne sehen wir uns in eines der nächsten Videos. Bis dann und ciao!